Hallo ihr Lieben, wir stehen hier oben wieder beim Observatorium bei Mario und ich habe festgestellt, es gibt eine dritte Variante mit den Sternen. Die gucken wir uns jetzt direkt mal an. Stern 1 zwischen den Felsen. Der zweite ist in der Nähe eines Zauns, da werden wir uns das gleich anschauen. Und der dritte ist auf einem Hügel. So, ihr Lieben, und da wir heute an einem Samstag das Ganze uns anschauen, ist meine Theorie damit nicht mehr gültig. Ich habe ja immer gedacht, das geht vielleicht, hängt es, dass es geht so, dass es mit den Wochentagen zusammenhängt. Aber so ist es nicht, ihr Lieben. Also die Wochentage haben damit nichts zu tun. Es ist komplett random. Egal. Und damit weiß ich auch, es wird auch noch eine vierte Variante geben. Aber wir schauen uns jetzt an, wo die Sterne liegen, damit ihr auch Bescheid wisst. Bis gleich. So, liebe Leute, unten sind wir schon mal. Ne? Wir sind hier gerade rausgeritten. Ja, und ihr habt hier natürlich immer unterschiedliche Pferde jetzt. Ich nehme die halt so mit, wie es gerade passt. Ne? Ich stelle das halt immer auf meiner Levelrunde fest und dann verkleiden wir uns als Osterhexe. Das war nämlich das Osterhexenkostüm, was ich hier gerade anhab. Und dann, ne, aus dem Jahre 2019 sozusagen, aktuell. Und dann gucken wir mal. So, der erste Stern. Ob das jetzt, war das jetzt der erste? Jedenfalls, einer der Sterne ist hier oben. Ihr habt es gesehen, ihr müsst hier hin, wo die Baustelle ist. Da ist der erste Stern. Zack, den hätten wir schon mal. Dann gab es noch einen Stern, der zwischen den Steinen lag, ihr Lieben. Wir sind hier schon wieder auf dem Weg zurück. Und zwar müssen wir rüber auf die andere Seite. Wir müssen also einmal unseren Wanderweg, unseren Weg, der hier hochführt, zum Aufzug überqueren. So, und da vorne hier, da wo ich jetzt mit der Maus bin, da müssen wir hin. Ne, kann man sich jetzt ganz gut merken, so. Da kommt man hier eigentlich unter den Ballons drunter her. Da kommen uns gleich noch ein paar andere entgegen. Und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich muss jetzt erstmal hier eine Kurve reiten. Ich muss eine Kurve reiten. Ich versuche immer auszuweichen, weil manche spielen das halt realistisch. Und wenn man dann durch die Leute durchreitet, dann stört das doch echt den Spielspaß. So, zack. Den hätten wir. So, und jetzt. Und jetzt. Jetzt gibt es da oben einen Hügel. Und zwar da hinten, wo der Schäferlenden ist. Und da ist auch dieser Runenstein drauf, den wir im Video gesehen haben. Da müssen wir jetzt hin. Das heißt, wir müssen zu unserem Hasen rennen, tendenziell erstmal. Und jetzt seht ihr das hier schon, von hier aus seht ihr das schon. Da müssen wir hoch. So. Ja, Hasi. Und die laufen hier alle rum. Ja, ich dachte, jetzt kommt mir hier noch so ein Hase unter die Hufe bei der Sucherei. Egal. So, und hier ist Stern Nummer 3. Und ja, mein Wish-Wish hier, Wish-Wish heißt der Kleine. Unser Sony, was wir mit haben, will hier überhaupt nicht mehr. Und Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Kleine ist wieder am Futtern. Ihr habt die Sterne. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß bei der Sternenjagd. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.